Jetzt hast du dich ja für Netburner Ballistic FF entschieden. Eigentlich mal konzipiert als Volleyballschuh. Passt das trotzdem für dich, für deine Anforderungen als Handballer, als Rückraumlinker? Ja, auf jeden Fall. Also er ist schmal geschnitten. Ich denke, als Rückraumspieler braucht man auch eine gewisse Stabilität im Schuh, gerade wenn man ein bisschen schwerer ist. Und das hat man auf jeden Fall. Ist trotzdem ein leichter Schuh und sehr angenehm zu tragen vom ersten Tag an. Also von daher fiel dann meine Wahl jetzt erstmal auf diesen Schuh, weil ich sehr, sehr zufrieden bin. Ich glaube, es ist vor allen Dingen auch im Mittelfuß ein relativ stabiler Schuh. Dafür, dass es ein Volleyballschuh ist, finde ich ihn im Mittelfußbereich sehr stabil. Ich glaube, du hast auch immer mal wieder Probleme gehabt mit den Bändern. Bist ein paar Mal umgeknickt, glaube ich, auch in deinem Leben. Ab und zu, ja. Und da ist es natürlich auch nicht verkehrt, einen stabilen Schuh wie ein Ballistic zu haben. Ja, das auf jeden Fall. Also ich sag mal, ich denke, für jeden Sportler ist es sehr wichtig, gerade was Schuhe angeht, dass man sich da wohlfühlt und dass das sich einfach gut anfühlt für einen. Und das ist für mich bei diesem Schuh auf jeden Fall der Fall. Klasse. Steffen, vielen Dank für deine Zeit. Gerne. Für deine Einschätzung zum Ballistic FF und bis zum nächsten Mal.